so ein schneller Typ. Speed 79. Kenne ich aber von FIFA und Gray ist immer. Immer nur Pace, immer nur Pace. Hey Leute, was geht ab euch und willkommen hier zum zweiten Unboxing der Topps Premier League Magitech Serie hier auf meinem Kanal. Es gab ja schon mal 5 Booster von der Serie und heute gibt es, tada, die Mini-Tin-Dose. Und ich habe die Mini-Tin-Dose mir bei Tilo gekauft, bei Top Trading Cards. Ich denke mal, den YouTube-Kanal müsste ich nicht verlinken, aber ich verlinke ihn trotzdem, weil den kennt ihr eh sicherlich. Auf jeden Fall packe ich euch auch mal den Link dazu unten in der Videobeschreibung zu seinem eBay-Shop. Oder speziell gleich zu den Barclays oder zu den Premier League Produkten, denke ich mal. Das ist noch besser geregelt, sagen wir es mal so. Und ich fange an, die Dose zu öffnen. Also ich habe mir die Dose gekauft. Nicht jetzt, werden bestimmt einige kommen. Hast du die Dose umsonst bekommen? Nein, ich habe sie gekauft. So, weil ich halt die Serie sammeln möchte. Und auch die ein oder andere limitierte Karte haben möchte, weil ich, das Starter-Unboxing wird auch noch kommen, der Serie. Des Weiteren noch ein Display, aber das Display werde ich nicht in einem Video öffnen, sondern in ganz vielen Orakel-Videos werde ich ein paar Booster dann nehmen, dann ein paar Unboxings so. Uiuiui, wen haben wir da? Da drehe ich das Ganze mal um. Hier haben wir die Mini-Tin-Dose. Den haben wir hier vorne drauf. Chris Smalling, Alexis, Barry und ja. So, Tin-Dose lege ich mal hier links hin und wir kommen zum Mega-Booster, kann man quasi sagen. Sind alle 45 Karten, haben wir hier hinten auch gleich die Powerkarten? Ja, hier haben wir wirklich die Powerkarten. Ich muss mal ganz kurz schauen. Ja, das sind jetzt hier alles Base-Karten. Ja. Okay, hier die limitierte, hier die Powerkarten und hier die Basekarten. Fangen wir an mit Leicesters Stürmer Ahmed Musa, der kleine Pacer da im Sturm, Ander Herrera, Sagna, Eriksen, eine Taktikkarte T4, und Jeremy Pete von Southampton, Eden Hazard, Adam Henderson, Ogbonna, Delaney, Berahino, Watson, Barrow, Kone, Musse El Moamadi. Wer ist das? Dean Marnay von Burnley müsste das sein. Schodran Mustafi ist ja gewechselt zum englischen Verein Arsenal London aus der spanischen Liga. Da hieß sie noch Liga BBVA. Andy King, Luke Shaw, Fernandinho. Wijnaldum von Jürgen Klopp kann man quasi sagen. James Collins, Romeo. Ivanovic, Jakob, Britos, Rutledge, Lennon, Jack Wilshere, David Mailer. Wer ist das? Gudmundsen von Burnley. Dann Victor Valdes? Der spielt in der Premier League? Nice! Wusste ich gar nicht. War früher einer meiner Lieblingskeeper, weil er bei Barca gespielt hatte. Weil früher habe ich Barca sowas von gefeiert, heute auch noch. Aber Victor Valdes ist dann irgendwann mal weggegangen, dann habe ich nicht gewusst, wo er spielt und jetzt spielt er hier. Ich glaube, eine Zeit lang hat er auch mal bei Menu gespielt. Dann haben wir hier Granit Xhaka als Allrounder, sehr geil. Aaron Lennon als Speed King. Robert Tut als Tackler. Tackler 87 und dennoch De Gea als Clean Sheet. 90 Defense, also mega geil. Geile Karten, wird es irgendwann mal dazu denn ein Mappen-Update geben. Die Karten lege ich mal hier unten hin, unter meiner Facecam, nicht über meiner Facecam. Und wir kommen erstmal zu den Powerkarten, würde ich sagen. Erstmal die vier. Oder hier die und dann die beiden. Ach, ist ja vollkommen egal. Stoke City Logo und Chelsea Logo. Zwei geile Karten hier, Clubkarten. Leider wurden die nicht so gedruckt wie die Magitex, also die Bundesliga Magitex Karten. Da sind die Club-Logos richtig geil. Hier haben wir zwei Logos, Stoke und Chelsea. Packen wir hier auf den Stapel. Dann machen wir weiter mit Gylfi Sigurdsson. Oh yeah. 88 Angriff von Swansea. Geile Karte. Legen wir hier unten hin. Dann Leicester Mittelfeldspieler. Wer ist erstes? Danny Drinkwater. Man of the Match. 91 Defense, 74 Attack. Sehr geil. Aber die goldene Schrift hier,
der Spielername, den hätte man irgendwie noch mit Schwarz hinterlegen können oder so wie Man of the Match schreiben können, weil den kann man ab und zu nicht erkennen. So, schwer zu erkennen, aber wenn man es weiß, dann weiß man es halt. Danny Drinkwater, hab's jetzt einmal gelesen, aber wenn man den Spieler nicht kennt und dann die Karte so hält, ja, da könnte man ein bisschen was besser machen. Hier, Burnley Angreifer, das ist ein Starspieler, Gray, das ist auch so ein schneller Typ. Speed 79, kenne ich aber von FIFA, und Gray ist immer nur Pace. Und dann haben wir hier noch Abel Hernandez von Hull City, Star Player, nice, 4 Powerkarten und dazu noch die limitierte Karte, Mittelfeldspieler Liverpool, habt ihr am Anfang vielleicht schon gesehen, es ist nämlich, Thilo, wieso schickst du mir eine Bronze-Limi? Was soll denn das? Thilo, was soll das? Bronze Limited Edition von Philippe Coutinho. Auf jeden Fall mega nices Design der Limis. Gefällt mir richtig gut. Auf jeden Fall werde ich die Serie sammeln. Ich habe ja auch schon die letzte Serie gesammelt und die vorletzte glaube ich nicht, aber davor das Jahr, wenn ich mich jetzt nicht alles täuscht. Zwar sind alle Serien noch unvollständig, aber ich hoffe mal, dass ich dieses Jahr das erste Jahr voll bekomme der englischen Serie. Okay, letztes Jahr, da muss ich auch noch ein Mappen-Update drehen. Da habe ich so viele Karten noch rumzuliegen. Aber da habe ich das Album nicht. Ja, auf jeden Fall war es das hier mit der Mini-Tin. 16-17 Premier League. Mega geil. Auf jeden Fall bedanke ich mich fürs Zuschauen. Wer noch nicht Abonnent ist, kann meinen Kanal unten kostenlos abonnieren. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut da rein. Tschüssi, Kowski.